Yo und hallo und herzlich willkommen zurück zu Warlords of Draenor. Wie ihr vielleicht hört, ich bin gerade erst aufgestanden, damit ihr das wisst. Und ja, ich wollte hier mal ein kleines Update noch zur Garnison machen. Denn ich habe jetzt schon auf Stufe 3, wie ihr eventuell sehen könnt, hier so groß und ich habe lauter Gebäude, die noch fertiggestellt werden müssen. Moment, erstmal ein paar Ressourcen holen. Und in die Post schauen. Das ist schon etwas länger her, dass ich hier irgendwas. Das ist schon länger her. Seit der letzten Aufnahme. Vielleicht für euch jetzt nicht, weil kommt eventuell nach dem letzten Teil. Aber hier sieht man beispielsweise große Halle, Stufe 3. Hier habe ich meine Menagerie für Haustierkämpfe, Anglerhütte, Kräutergarten, die Mine, die ist jetzt auf Stufe 3. Die Kasane kann ich ist immer noch Stufe 2. Ich habe einen Stall gebaut. So eine Scheune. Wiederverwertungsanlage kennt ihr, glaube ich, mal schon. Ich habe hier noch eine Gerberei gebaut und da ist noch das Lagerhaus. Das kann man noch Stufe 2, ja. So. Dann wollte ich das schnell mal machen und dann kann ich euch noch mal ein paar meine Anhänger zeigen. Weil anhand von denen könnt ihr auf jeden Fall sehen, dass da einiges an Zeit schon vorangeschritten ist. Die Gerberei, Stufe 2. Egal. Dazu sage ich jetzt nichts. Wiederverwertung, Stufe 3. Immer größer. Wertet ein Garnisonsgebäude auf Stufe 3 aus. Okay. Scheune, Stufe 2. Okay, dass ich gerade irgendwo etwas Scheiß angehört habe, egal. Neuarbeiter. Ah, okay. Hier ist der Stall. Ach, hier sind so ein paar Geister. Denen ich geholfen habe. Aber die sind jetzt nicht irgendwie Dingens. Außer Arm. Der ist hier ein. Der ist als Geist in meiner Garnison und hilft mir. Oh, da ist ein Tundra-Hase. Zum Glück ist es kein Kanickel. Frostwallmine, Stufe 3. Minenlieferung. Muss was getan werden? Oh, ich habe 22 Arbeitsaufträge. Was ist da los? Ich hoffe, ich habe genug dränische Steine. Oh, das ging gerade noch so gut. Was ihr wollt. Wobei ich habe jetzt nur noch 4 Stück davon, aber egal. Ich werde jetzt noch schnell die Sachen ernten. Das Carotus Maximus, das ist, den brauche ich hier für eine Quest für Haustiere gegen Ungeziefer. Denn ich. Moment, wo sind meine Haustiere? Ich will hier meine. Die drei Haustiere: das geschmolzene Kernhühnchen, Glut, meinen Protodrachenwelpen und den Gruselkürbis. Will ich gegen die, will ich so trainieren, dass sie auf 25 sind, dass sie gegen den kämpfen können.
Ihr wollt sprechen? Ihr hört vielleicht, dass ich noch etwas krank bin, eventuell. Ich weiß gar nicht, ob ich krank bin. Aber hört sich teilweise mal so an. Bei mir läuft bei mir. Was ist das? Ach so. So, der Frost bei mir ist Stufe 3. Die ist größer und da laufen Wachen rum. Das finde ich richtig nice. Weil die halten diese Goren, das sind solche kleinen Felswesen, die können, die tarnen sich beispielsweise so gesehen als Steine oder sowas. Aber jetzt hier nicht. Weil. Ich weiß gar nicht mal, was ich jetzt sagen soll. Ja, genau. Die Teilen können sich so als Steine tarnen, hier aber nicht. Aber die kommen beispielsweise aus solchen Erzen raus und greifen mich an. Aber wenn ich die töte, dann kriege ich hier mal extra Erz. Manchmal gammeln hier welche rum. Aber dafür gibt es die Wachen, dass ich die nicht mehr selber töten muss. Ich habe zwar momentan nicht allzu viel zu tun in WoW. Na gut, ich will ja eigentlich meine Gegenstandsstufe auf 615 bringen. Damit ich die heroischen Dungeons machen kann. Aber ich muss noch Knights of Pen and Paper aufnehmen. Das fällt mir auch noch auf. Weil ich habe erst Paravolt aufgenommen und ich möchte jetzt kein Paravolt hochladen. Oder, wieso möchte ich nicht kein Paravolt? Ach ja, stimmt, ich habe mir mal erst... Ach ja, genau, ich habe jetzt zweimal zwei Folgen Knights of Pen and Paper aufgenommen und wollte die hochladen, aber... habe die hochgeladen, aber noch kein Paravolt, weil ich das noch nicht aufgenommen habe. Und jetzt habe ich alles gerendert davon. Und dann kann ich es eigentlich, müsste ich es eigentlich hochladen können. Bloß stimmt ja, an den letzten Tagen kam es nicht so viel, weil ich hatte da nicht so viel Zeit. Beispielsweise gestern war Freitag, heute Samstag, an dem ich das aufnehme. Ihr seht es wahrscheinlich am Montag oder so, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, wann ich es hochlade. Oder wann ich zum Rendern komme. Was ist das? Ah, okay. Archäologische Fragmente Ogre. Cool. Ja, ich konnte da hatte beispielsweise gestern überhaupt keine Zeit, weil ich hatte Nachmittag bis um 4, wie immer. Dann war ich danach noch beim Schuhe kaufen, weil ich so langsam neue Schuhe brauche, zumindest laut meiner Mutter. Sie wollte, dass ich neue Schuhe kaufe, weil meine sind schon, weil die Schuhe, die ich jetzt habe, die sind etwas älter und man sieht denen schon an, dass die sind, die sind ungefähr 3 Jahre alt oder so. Und ihr denkt euch mal schon, hey, wie kann man jetzt mit 3 Jahre alten Schuhen rumlaufen? So was geht. Die sind zwar schon mehr etwas kaputter, aber trotzdem. Die haben mir immer gute Dienste geleistet. Und ja. Und darum sollte ich mir mal neue Schuhe kaufen. Auch vor allem, dass man dann nicht, wenn meine Schuhe wirklich mal ganz kaputt sind, dass ich dann nicht extra erst dann welche kaufen muss, sondern dann habe ich schon welche.
das ist auf jeden Fall eigentlich, würde man sagen, gut mitgedacht. Und was Monument noch nicht platziert. Was sein? Also, ah. Ich habe mit einer Gegenheitsstufe. Ach so. Der König in Grün. Ah, cool. Immer wenn ich WoW aufnehme, habe ich so wenig FPS. Das kotzt mich an. Also, Anhänger. Hier seht ihr schon. Schattenjägerana. Der war, glaube ich, mal zuletzt auf Stufe 100. Schon. Aber jetzt ist er auf. Jetzt ist er auf einem. Jetzt ist er eigentlich ein epischer Anhänger. Olin, der ist immer noch so. Lasantor, der war auf Grün. Jetzt ist er auf Blau. Morket, der war zuvor auch auf Grün. Jetzt ist er auf Blau. Benjamin Gibb, der ist jetzt auf. Ja, wie soll ich sagen? Auf Episch. Kars. Die ist jetzt auch auf. Die ist von Grün auf Blau gekommen. Genauso wie die ist auch von Grün auf Blau. Ich habe mir da schon einiges gemacht. Die war, glaube ich, mal schon immer. Ne, die ist auch von Grün auf Blau gekommen. Die war, glaube ich, mal schon auf Blau. Ich weiß es gerade gar nicht. Die war auf jeden Fall blau. Die war aber auf 91, als ich jetzt das letzte Mal aufgenommen habe. Da war sie noch rumgestanden. Die habe ich dann aufgenommen. Wolverine, der ist bald auf blau. Abugar. Ich weiß gar nicht, ob ich den zu dem Zeitpunkt. Doch, den hatte ich zu dem Zeitpunkt schon. Der ist auch von blau auf lila, sprich auf episch gekommen. Den hier habe ich auch, der war aber auch schon blau. Der Krallenpriester. Ishal, mit dem mache ich so gut wie gar nichts. Irgendwie. Und so, und hier alle sind jetzt eigentlich auf 100. Was beim letzten Mal noch nicht der Fall war. So, ich habe hier doch noch eine Rüstungserweiterung. Und, oh, ich habe da noch eine Waffenerweiterung. Passt ja. Mulberic. Hier gebe ich jetzt die Rüstungserweiterung. So. Jetzt hat er eine Gegenstandsstufe von 616. Mit zwei Beinen im Grab. Okay. Ach du Scheiße. Da kann ich ja eigentlich bloß die mitnehmen, so gesehen. Die noch keine Erfahrung. Ich nehme jetzt einfach die mit, die Erfahrung noch brauchen. Kann ich auch jemand von da unten mitnehmen eigentlich? Kontert Gefahrenzonen. Na komm. Von Schattrad. Dauert 10 Stunden. Na egal. Erzschmerz. Nicht Herzschmerz, sondern Erzschmerz. Gold, 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 bla bla. Gnadentod. Nachtwache. Stahlhauer lebt. Ah. Es kotzt mich an, dass ich nur eine Person habe,
die tödlichen Diener kontern kann. Fauler Zauber. Das frage ich mich, wieso? Er hat zwar dieses Gefahrenzone kontern. Aber wieso steht es so? Na gut, liegt vielleicht daran, da das Tänzer hat. Also so ein Nebending ist. Nehmen wir Arm. Brauche ich aber nicht. Ogerbeseitigung. Lass ich Mordcat. Mit. Das kann ich noch irgendjemand anderen mitnehmen. Ja, muss ich uns starten. Lukdors Schädel kann ich nicht mehr machen. Würde zwar gehen, aber... Oh! Passt. Ja, ich hätte die eine nicht mehr... nicht wegschicken sollen. Na egal. Das müsste passen. Jetzt lage ich noch das eine Zeug ein und dann war es auch schon wieder. Ich kann noch mal hier so ein bisschen auch noch von meinem Zeug zeigen. Ich habe Kochen jetzt ziemlich hochgebracht mit der Drehner-Kochkunst. Festmahl der Gewässer. Friede sei mit euch. Meine Bank ist immer noch so voll und wird auch immer so voll bleiben. Da habe ich jegliche Scheiße drin, die ich eigentlich für meinen Beruf brauche. War noch dort Drachenschuppen. Und anderem Zeug. Ja. Mögen die Vorfahren beschützen. Grüße. Sonst habe ich... Ne, sonst gibt's 6 mehr. Oh doch, Moment. Da habe ich das Erz gesehen. Was liegt an? So Leute, also, das war's dann schon wieder mit diesem kleinen Update zur Garnison. Ich werde jetzt dann eventuell meine Haustiere leveln und sowas. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, euer natürlich. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Bewertet den Part, je nachdem wie euch gefallen hat. Und ich weiß, ich habe es durcheinander gebracht. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Und Leute, wir sehen uns zum nächsten Mal.